Das Orgelporträt. Die Österreich-Orgel in Bremen. Wenn man Bremen hört, denkt man natürlich zuerst an die norddeutsche Großstadt. Es gibt aber noch ein Bremen, und zwar ist dies ein Ortsteil von Geisa im thüringischen Wartburgkreis und hat heute 309 Einwohner. Unser Bremen liegt nahe der hessisch-thüringischen Landesgrenze an der Nordwestabdachung der thüringischen Rhön. 1150 wurde das Dorf erstmals urkundlich erwähnt. 1341 besaß der Ort die erste Kirche und die zweite wurde 1460 erbaut. Der historische Dorfkern heute besteht neben mehreren Fachwerkhäusern aus dem Pfarrhaus, erbaut 1713, und der katholischen Barockkirche St. Jakobus der Ältere, die von 1730 bis 1735 errichtet wurde. Bremen gehörte seit jeher zum Besitz des Klosters Fulda und nach der Säkularisation zum Geisaer Amt. Darum war der Ort auch immer katholisch geblieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Ort im Sperrgebiet entlang der innerdeutschen Grenze und war nur schwer erreichbar. 1994 schloss sich der Ort vertraglich mit mehreren anderen Dörfern der Umgebung zur Einheitsgemeinde Geisa zusammen. Die barocke Pfarrkirche St. Jakobus wurde, wie bereits erwähnt, 1730 bis 1735 unter dem Fuldaer Fürstabt Adolf von Dalberg errichtet. Besonders erwähnenswert ist die interessante, hauptsächlich von einheimischen Künstlern gestaltete barocke Ausstattung. Hervorzuheben ist hier neben der schön geschnitzten Kommunionbank mit ihren fein ausgearbeiteten Darstellungen auch die Orgel der Kirche, die aus der Werkstatt von Johann Markus Österreich in Oberbimbach bei Fulda stammt. Wir hörten zu Beginn, gespielt mit dem vollen Werk, ein Vorspiel nebst Fugetta in G-Dur von Johann Gottfried Vierling, der um 1800 im nahen Schmalkalden als Organist und gesuchter Lehrer wirkte und viele Verbindungen auch ins Fuldische und ins Geisaische besaß. Drei kleine Choralvorspiele von eben jenem Vierling mögen einige charakteristische Klangfarben der Bremer Orgel hörbar werden lassen. Ach Gott, erhör mein Seufzen, der lieben Sonne Licht und Pracht und ich dank dir schon durch deinen Sohn. Thank you.
Johann Markus Österreich, der bedeutendste Vertreter der über 5 Generationen in Hessen, Thüringen und dem Lippischen wirkenden Orgelbauerfamilie Österreich, wurde 1737 geboren. Seit etwa 1760 ist er mit Orgelarbeiten nachweisbar, anfangs zusammen mit seinem Vater Jost Österreich. Typisch für Johann Markus Österreich sind breit angelegte, meist 15-teilige Prospekte, bei denen alle Pfeifenfelder nebeneinander angeordnet sind. Bekannte Orgeln mit dieser Prospektform, allesamt zweimanualig, stehen etwa in Niedermoos im Vogelsberg, Gemünden an der Wora in Nordhessen oder Bigge im Sauerland. Daneben fertigte Österreich aber auch einen einmanualigen, seitenspieligen Orgeltyp. Zu diesen gehört die Orgel in Bremen mit ihren 12 Registern auf einem Manual und Pedal. Eine fast gleich aufgebaute Orgel steht im nur wenige Kilometer entfernten Dorf Kranlucken. Leider ist diese zurzeit unspielbar und wird dem Vernehmen nach auch in absehbarer Zeit nicht wieder zum Klingen gebracht. Die Orgel in Kranlucken wurde 1796 eingeweiht, das Instrument in Bremen vermutlich in etwa zeitgleich, doch wir wissen dies leider nicht genauer und so wird die Entstehungszeit der Bremer Orgel üblicherweise mit um 1800 angegeben. Wie die meisten spätbarocken Orgeln wurde auch die Österreich-Orgel in Bremen mehrfach verändert. Es arbeiteten im 19. und frühen 20. Jahrhundert die Orgelbauer Guido Knauf aus Gotha, Otto Markert aus Ostheim vor der Rhön und Kaspar Schädel aus Fulda an der Orgel. All dies führte sukzessive zur Verschlechterung des Zustandes und so entschloss man sich im Jahre 2002, die Orgel auf ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen und fehlende Teile stilgetreu nach dem Vorbild anderer Österreich-Orgeln zu rekonstruieren. Diese anspruchsvollen Arbeiten wurden der Firma Orgelbau Waltershausen anvertraut. Hören wir nun die Choralbearbeitung Jesu meine Freude von Johann Gottfried Walter. Thank you.
da in Bremen die originalen Registerschilder aus Papier erhalten sind, ließ sich die ursprüngliche Disposition zweifelsfrei rekonstruieren. Aufgebaut ist das Klangspektrum im Manual, das vom großen C bis zum dreigestrichenen D ohne groß Cis führt, auf den Prinzipal 4 Fuß. Im 8 Fuß Bereich finden wir die für Johann Markus Österreich so typische Registerkombination Gedackt, Gambe und Flöte. Im 4 Fuß Bereich neben dem erwähnten Prinzipal ebenfalls eine Flöte und ein Gedackt. Ein Quintatöne 3 Fuß, so die originale Bezeichnung, eine Oktave 2 Fuß und eine vierfache terzhaltige Mixtur ergänzen die Manualdisposition. Das Pedal geht vom großen C bis zum kleinen G, hat also lediglich 19 Tasten, da auch im Pedal das große Cis fehlt. Hier finden wir Subbass 16 Fuß, Oktavbass 8 Fuß, beide Register stammen aus späterer Zeit, wurden aber beibehalten, und einen Trompetenbass 8 Fuß, der rekonstruiert wurde. Dazu kommt auf das ganze Werk noch ein Kanaltremulant. Bei der Restaurierung stellte sich heraus, dass die Orgel in Bremen nicht, wie in jener Zeit allgemein üblich, im etwa einen Halbton über unserer heutigen Stimmung liegenden Chorton gestimmt war, sondern im Kammerton, der mit 415 Hertz einen halben Ton tiefer als unser heutiger Stimmton lag. So etwas geschah meist nur bei besonderen Orgelbauten, zum Beispiel Instrumenten bei Hof, um mit der Hofkapelle gemeinsam musizieren zu können, und war wegen der dadurch notwendigen größeren Pfeifen auch eine Geldfrage. Umgekehrt hat man in Bremen aber im Manual und Pedal auf das große Cis verzichtet. Bis heute ist nicht bekannt, ob im Bistum Fulda um 1800 vielleicht generell der Stimmton bei 415 Hertz lag. Im Laufe der Geschichte wurde die Stimmung der Orgel jedenfalls immer etwas höher, denn Abschneiden geht ja bekanntlich einfacher als Anlängen. Heute liegt sie bei 425,9 Hertz. Die Temperatur wurde spätestens beim ersten Höherstimmen gleichstufig gelegt. Bei der Restaurierung durch Orgelbau Waltershausen wurde mangels besonderer Anhaltspunkte eine fast gleichstufige Temperatur nach Neidhardt 3 verwendet. Die Orgel zu Bremen gibt uns einen durch die Restaurierung wieder erlebbar gewordenen Eindruck vom Klang einer kleineren, gleichwohl prächtigen Österreich-Dorforgel aus der Zeit um 1800. Ihr kerniger, manche Orgelkundler sagen rustikaler Klang, ist typisch für die Orgeln von Johann Markus Österreich in jener Zeit. Abschließend hören wir noch zwei Stücke von Johann Gottfried Vierling, der mit den Österreichs vielfach verbunden war. Zunächst in einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Registrierung seine kleine Fantasia F-Moll und danach die Choralbearbeitung Wie schön leuchtet der Morgenstern mit dem Cantus Firmus im Pedal.